Was gibt's denn heute? Ein Haul, oder? Gibt's heute ein Haul? Ah, Vegan Beauty Basket. Muss ich auch abdrehen. Nein, wir machen jetzt erstmal Haul. Und ich freue mich so, endlich mal Videos drehen zu können. Hä? So. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein XXL-Haul. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Heute gibt es ein XXL-Haul und zwar einfach aus dem Grund, weil ich die ganzen Einkäufe, die ich gemacht habe, die letzten 4 Wochen, war das so? Ja, ich glaube die letzten 3-4 Wochen circa, nicht abdrehen konnte, weil mein Laptop kaputt gegangen ist. Und es war eine Katastrophe. Mein Laptop hat mir wirklich gefehlt. Ich habe den Laptop wirklich vermisst. Und teilweise wusste ich gar nicht, was ich mit meinem Leben machen sollte. Weil einfach mein Alltag mit dem Laptop verbunden ist. Ich arbeite von zu Hause mit dem Laptop, mit 2 Jobs. Wenn man jahrelang mit dem Laptop eine Routine entwickelt hat, diese Routine quasi auf einmal gestört wird durch eine zerschossene Festplatte, da kommt das Leben durcheinander. Du kannst nichts machen, du wirst aus der Routine rausgeschubst und musst dir dann halt Alternativen suchen, was natürlich sehr schwierig ist. Klar, mit dem Handy geht auch vieles, aber eben nicht alles. Lange Rede, kurzer Sinn, mein Laptop ist wieder da und jetzt legen wir einfach mal los mit dem Haul. Ich war bei Müller, habe mir diese beiden hier mitgenommen. Und zwar ist das Enthaarungscreme von der Eigenmarke Müller, M. Lady. Sensitive mit Shea Butter und Aloe Vera Extrakt für empfindliche und sensible Haut. Warum Enthaarungscreme? Einfach aus dem Grund, weil ich auch im Winter Röcke trage. Und um beim Thema zu bleiben, ich war im Rossmann und habe dann mir dieses hier geholt. Und zwar ist das ein Rasierer, wo man halt nur die Klinge wechseln braucht. Das heißt, ich möchte da schon versuchen oder ich möchte schon lernen, damit umzugehen. Ich probiere es einfach aus. Bisher habe ich immer diese Plastik-Einwegrasierer benutzt. Und wie wir wissen, Plastik ist nicht gut für die Umwelt. Ich probiere es einfach aus, ob ich damit umgehen kann. Ich habe schon einige YouTuber gesehen, die auf diese Klinge umgestiegen sind. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Die musste unbedingt mit. Auch im Rossmann gefunden. Ich habe sie erwartet. Ich wollte sie unbedingt haben. Und zwar ist das eine Eyeshadow-Palette von Catrice in der Disney Edition. Catrice hat eine kleine Kollektion rausgebracht mit einer Face-Palette, mit einer Eyeshadow-Palette und mit einem Kabuki. Und ja, ich habe mich für diese Eyeshadow-Palette entschieden. Ich denke mal, Catrice hat das anlässlich des 90. Geburtstags von Mickey Mouse herausgebracht. Ich habe im Laden mir die Paletten angeguckt. Die Face-Palette war auch ganz okay, aber diese Eyeshadow-Palette hat mich viel eher angesprochen, und zwar kann man sich hier so öffnen wie ein Schränkchen und hier sind dann 2 Spiegel eingesetzt worden und die Farbkombo hat mir sehr gut gefallen. Sie ist nicht sehr auffällig, es ist ein absoluter Alltagslook, also es reicht völlig aus für einen Alltagslook. Das ist eigentlich genau mein Farbschema für den Alltag. Es sind matte Töne dabei, es sind Schimmertöne dabei und es sind auch 2 Glitzertöne dabei. Und ich denke, ja, und ein schönes Schwarz ist dabei, dunkelbraun, ein rötlicher Ton, ja. Also sie hat mich überzeugt und deswegen habe ich sie mitgenommen. Dann habe ich hier von La Vera
eine Limited Edition Natural Hair Drink, nennt sich das. Das ist ein Refreshing Shampoo ohne Silikone und ohne Parabene. Und zwar in der Duftrichtung Bio-Gurke und Bio-Minze. Und ich finde, es riecht sehr, sehr gut. Es riecht wirklich, also man riecht die Gurke heraus, man riecht die Minze heraus und diese Kombination zwischen den beiden hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, und von daher wollte ich das gerne einfach mal ausprobieren. So, dann gehen wir jetzt mal rüber zum DM und fangen an mit dem Alverde Shampoo. Und zwar dem Family Shampoo. Wir brauchten ein Shampoo, meine Kinder brauchten Shampoo und deswegen hat mich das hier jetzt sehr angesprochen. Ein Shampoo mit Biomalpe, Biobrombeere für normales Haar. Und ich finde, es riecht sehr, sehr lecker. Sehr beerig. Es riecht nach Fruchtsaft. Es riecht nach, ja, nach beerigem Fruchtsaft. Und ja, deswegen musste es mit. Im DM habe ich dann das hier gesucht und auch gefunden. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es ist, sich seine Beißerchen mit einer Bambuszahnbürste zu reinigen. Und zwar einfach aus dem Grund, Zahnbürsten, genau wie Einwegrasierer, Zahnbürsten bestehen auch aus Plastik und sie werden so oft gewechselt. Und wenn man jetzt auf Bambus übergeht, ist das, denke ich mal, eine super Alternative. Das ist hier von der Firma Humble Brush. Umweltfreundlich und sozial verantwortlich. In Schweden designt, ist vegan. Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde. Ja, das stimmt. Toller Spruch. Preis ist eigentlich annehmbar, finde ich. Wenn man ein bisschen mehr ausgibt an Euros, das und dadurch dann so ein bisschen, nicht viel, aber wenigstens ein bisschen versucht, irgendwie seiner Umwelt Gutes zu tun, dann Kleinvieh macht auch Mist. Von daher habe ich gedacht, nimmst du die mit, probierst du die aus. Und ich denke, wenn es gut läuft, werde ich auch bei Bambuszahnbürsten bleiben. Dazu habe ich dann noch eine Zahnpasta mitgenommen von Alverde. 5 in 1 Zahncreme. Ökotest sehr gut mit der Nana-Minze, mit dem Geschmack der Nana-Minze. Weiter geht's im Bereich dekorativer Kosmetik. Eines Tages habe ich mich entschieden, meinen Rucksack auf meinen Rücken zu packen, mich warm anzuziehen, mich auf Fahrrad zu setzen und auf Hatice Schmidt Jagd zu gehen. Hatice Schmidts Kollektion sollte am 5.11. rauskommen. Viele DMs haben aber diese Aufsteller schon einen Tag vorher, ja, zum Verkauf freigegeben, sodass der Aufsteller eigentlich schon vor dem 5. ausverkauft war. Ich habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben und habe mich auf die Suche gemacht. Wer das vielleicht auf meinen Instagram-Stories verfolgt hat, wird wissen, dass ich dann doch erfolgreich war. Und ich hatte da riesiges Glück gehabt. Dieser Aufsteller im 3. DM, der war nämlich noch nicht mal aufgebaut und der stand an der Kasse. Und ich habe die Verkäuferin gefragt, wieso steht das hier schon zum Verkauf? Oder warum liegt das hier auf dem Fließband? Und sie sagte, ne, bedienen Sie sich. Es würde sich nämlich nicht lohnen, diesen Aufsteller aufzustellen, weil der sowieso innerhalb von 5 Minuten vergriffen wäre. Und von daher, ich war auch sehr, sehr früh morgens da. Und von daher durfte ich mich bedienen und ich habe dann doch tatsächlich die Hatice Schmidts Eyeshadow Palette ergattern können. Und ich habe doch tatsächlich den Bronzer ergattern können und zusätzlich noch die beiden Wimpern.
Und dann natürlich auch ihre Lippenstifte. Und zwar habe ich die ganze Farbrange mitgenommen. Und dann habe ich noch eine Palette mitgenommen. Und zwar die Mrs. Bella Palette. The Dark Side heißt sie? Ja, genau. The Dark Side. Ich habe hier die erste Mrs. Bella Palette. Ich nutze sie eigentlich wirklich sehr, sehr häufig. Also die ist schon sehr gut durchgenudelt, wenn man das so sagen kann. Die ist zwar hier abgefallen, aber die ist eigentlich sehr gut benutzt worden von mir. Da sind schon einige coolen drin. Und deswegen, die Pigmentierung hat mich überzeugt von der ersten Palette und deswegen wollte ich die zweite Palette auch haben. Außerdem war ich hinter einer Catrice LE her und zwar, ich glaube, die hieß Blurred Lines. Ich war hinter dem Puder her. Das ist ein Puder, was wirklich hier auf YouTube sehr gehypt worden ist, was das Gesicht weich zeichnet, habe ich leider nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, was da einsam und verlassen irgendwo herumstand, war diese Tube. Und zwar ist das ein Mousse, was die Rötungen und Unebenheiten im Gesicht kaschiert. Und was sich dann auch dem Hautton anpasst. Ich habe ja schon, oder ich mag solche Cremes und ich habe hier zum Beispiel diese hier von Rival de Loop. Heißt jetzt nicht mehr Rival de Loop, sondern Isana. Und dann natürlich hier von Im Assam dieses Magic Finish. Das sind halt quasi getönte Tagescremes, die sich dem Hautton anpassen. Und solche mag ich sehr gerne, weil sie einfach einen, natürlichen Look zaubern, ohne viel Aufwand. Ihr habt es geschafft, ich bin durch. Das war für meine Verhältnisse ein XXL-Haul. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.